all diese phänomenal erfolgreichen Menschen, diese Vorbilder für unsere Jugend, alle nur noch smart und virtuell, smart watches, smart glasses, Startups, smart home. Und dieses unreflektierte Gerede über künstliche Intelligenz, die jetzt sogar ein Bewusstsein erreicht haben soll. Ich meine, das kann doch kein normaler Narr einfach so stehen lassen. Diese selbstverlorene Faszination an lebloser Technik. Wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir vom Bewusstsein reden? Erst wenn das zumindest ansatzweise geklärt wäre, kann man überhaupt darüber diskutieren, ob eine Maschine ein solches besitzt oder nicht? Sonst füttern wir doch nur ein paar leere Köpfe mit leeren Worthülsen. Wie definiert ihr Bewusstsein? Für mich ist es gar nicht so leicht zu beantworten. Sobald ich es zu fassen versuche, wird es schlüpfrig. Manche behaupten sogar, dass ich sei ein rein gedankliches Konstrukt. Aber mit denen kann ich darüber nicht reden, weil laut ihrer eigenen Theorie niemand wirklich da ist, mit dem ich sprechen könnte. Wenn ich darüber nachdenke, wird das Bewusstsein zum Bewusstseinsinhalt. Schwierig ist es, das Wahrnehmen selber wahrzunehmen. Es macht sich ganz schön unsichtbar. Aber alle reden davon, als wenn es ein Selbstverständliches wäre, worüber man nicht nachdenken müsste. Es ist in aller Munde, dass angeblich eine Google-Maschine ein Bewusstsein erreicht hätte. So wie man einen Urlaubsort erreichen kann oder eine Pension. Millionen Ja-Nein Abfragen pro Sekunde. Kein Zweifel, dass sich Datenbanken durch Selektion und Kombination auch selber erweitern können. Eine größere Wissensansammlung zusammentragen, als der klügste Mensch sich jemals wird merken können. Aber bleibt es nicht totes Wissen ohne das Phänomen des Lebens? Ohne einen Wissenden? Bleibt es nicht banaler Strom, Schwingungen, Lichtwellen, Festplatten? Ich freue mich auf den Moment, wo eine Festplatte mitten in der Nacht aufsteht, weil sie nicht schlafen kann. Zum Kühlschrank geht und sich ein Glas E-Milch einschenkt. Danach gemütlich eine E-Zigarette raucht und sich dann wieder zärtlich an ihre Platine kuschelt. Kann man Bewusstsein überhaupt besitzen? Es haben, ist Bewusstsein ein Gegenstand oder eine Eigenschaft, mit der man eine Maschine ausstatten kann? Oder ist es vielleicht die Voraussetzung für das Sein, für das Objekt, die Welt? Fehlt diesen ungeheuren Datenbanken nicht diese unsichtbare Voraussetzung? Das Wahrnehmen selber, das in keinem Computer und auch in keinem Gehirn zu finden sein kann, weil es die Bedingung all dieser weltlichen Objekte ist. Vielleicht können ja diese exzellenten Techniker das menschliche Gehirn nachbauen. Aber leider hat noch niemand, auch nicht die renommiertesten Neurowissenschaftler, ein Ich aus dem Gehirn gezogen. Ein Ich denke, ein Ich nehme wahr. Überhaupt hat noch niemand einen Satz oder einen Gedanken, ein Abbild der Welt oder ein Gefühl im Kopf gefunden. Nur Impulse, ja, dieses, das gestehe ich euch ein, das sei euch geschenkt, könnt ihr schon recht gut nachmachen. Ich ziehe den Hut. Computer können natürlich aus Lautsprechern Sätze ertönen lassen, dass sie lieben oder aufgeregt sein. Aber ich kann mir beim besten Willen keinen Sagen denn dabei vorstellen. Es fehlt ihnen doch die Bedeutung, die Liebende, das Subjekt, in dem all diese Gefühle, Bilder und Gedanken zu einer Welt werden. Sie können sich in der Welt bewegen und so tun, als hätten sie eine. Aber in welchem Mikrochip ist das Ich, das wirklich diese äußere Welt in sich hat? Was bedeutet es überhaupt, wirklich eine Welt haben?
oder sich einer Welt bewusst zu sein. Ich befürchte, ein Nachbau des Menschen mag ja noch so gut und ausgeklügelt sein, wird nie Bewusstsein von sich und der Welt besitzen. Eine Maschine wird immer nur in der raumzeitlichen Welt sein, aber niemals das Mannigfaltige der Welt an einem raum- und zeitlosen Punkt, den ich vereinen. Ich verstehe ja auch nicht zu viel von all dem, aber ich traue mich zu sagen. Eine Maschine ist in der Welt, aber ein Bewusstsein hat eine Welt und sich selbst in sich. Mag sein, dass das ein Widerspruch ist, dass man gleichzeitig in der Welt ist und diese Welt in sich hat. In sich, außer sich. Maschinen können nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort zwei sich widersprechende Zustände annehmen. Das Leben, das Bewusstsein, die wirkliche Intelligenz ist nie ein solch klarer Zustand, sondern immer ein Übergang von einem zum anderen. Hat das andere immer gleichzeitig in sich, tritt aus sich selber heraus, um sich im Nicht-Ich zu erkennen. Braucht keinen Grund, keine Ursache, keinen Strom. Ist faszinierende Hochspannung zwischen Sein und Nichtsein, die wir gefahrlos begreifen können. Oh, wer in diese goldene Honigwabe der Erkenntnis des raum- und zeitlosen Ich einmal eingetaucht ist, bleibt daran glücklich kleben. Braucht keine Smartwatch mehr, kein revolutionäres Blink-Blink. Ja, sie kann mir antworten, ich kann mit ihr sprechen. Und sie kann mich unterrichten und vielleicht einmal pflegen. Schön und gut, aber immer nur auf der Grundlage von Datenbanken. Niemals aufgrund von Liebe, Begeisterung oder dem Verlangen nach Anerkennung. Gehörst du auch zu denen, die glauben, dein Navigationsgerät im Auto hat ein Ich, ein Bewusstsein? Ich traue mich zu behaupten, wer einem Computer ein Bewusstsein und Gefühle zuschreibt, ist so unglaublich eingeschränkt in seinem Verständnis des Lebens, dass man zynisch oder vielleicht auch mit traurigem Ernst sagen kann, die Maschine ist tatsächlich klüger als er. Peace, Freunde.